Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich hatte ja gestern gefragt, in dem Let's Test, es bleibt doch erstmal ein Let's Test, ob ihr das weiter gucken wollt. Der Grützelbirne hat auch gepostet, hat also gesagt, interessiert ihn und würde er auch gucken. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt erstmal weiterhin Let's Test Format zu machen. Also nicht davon ausgehen, dass es ewig läuft. Denn wenn das nichts hergibt, was ich jetzt noch nicht beurteilen kann. Ich glaube es zwar, weil Funcom, glaube ich, da immer ganz ordentliches Zeug liefert. Aber ich weiß es halt noch nicht. So, das heißt, es wird ein... Wir tragen zu viel. Ja, hier 192 Steine. Das ist wirklich ein bisschen viel. Oh, der kann sich nicht mal mehr bewegen. Warte. Wie werden wir die denn eigentlich los? Erstmal ein paar Steine weggeklatscht. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden uns wahrscheinlich... Ja, das können wir auch... droppen. Schmackhaftes Fleisch, aber nicht... Menschenfleisch, das vielleicht auch droppen. Ja, nur ein bisschen eklig, das sind... Handvoll Insekten. Hier, guck, die... Zack. Die mampfen wir. So, schon hat er keinen Hunger mehr. Ist jetzt ein bisschen eklig, weil man auch vor allem nicht weiß, was das für Insekten sind. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich ein Feuer machen langsam? Was brauchen wir denn dafür? Oh, ich kann ein Lagerfeuer craften. Er hat nämlich schon wieder Hunger. Dann werde ich mir nämlich mal ein Schnitzel bauen. So, hier drei. Öffnen. So, jetzt legen wir das da mal rein. Hat verfügbarer Brennstoff. Okay. Es muss da rein. Okay. Hoffentlich erkennen wir, dieser Balken hier. Klar. Okay, irgendwie sind wir verhungert, glaube ich. So, das ist jetzt hier diesmal nicht. Ich wurde getötet durch Herrn Hunger. Jetzt natürlich wieder die richtige Stelle für den guten Tag. Hau ab. Oh, der geht mir gleich auf den Sack hier wieder. Was ist denn das da? Komisch aus. So, warte mal. Ich bin, glaube ich, in diese Richtung unterwegs gewesen. Ich habe schon wieder jede Menge Leute im Schlepptau. Ist aber nicht schlimm. Ich habe eingestellt. Habe ich, glaube ich, im letzten Test. Wo war das hier? Ne, da sind irgendwelche Heinis. Ja, ist, glaube ich, sinnvoll, keine Ausdauer mehr. Genau, es ist sinnvoll, sich zu merken, wo man sein Kram aufgebaut hat. Der ist immer noch dran. Komm, wir schwimmen mal weg. So, Zuflucht. Da erinnere ich mich auch noch dran. Waage. Im Alter lässt das ja nach. So. Äh,
Affenzippel kommt mir hinterher. Und das über eine ziemliche Strecke. So, das war das hier. Ihn hier kennen wir ja auch schon. Dann müsste mein Feuer ja hier irgendwo hier hinter. Ah, guck mal, da liege ich noch. Ist der immer noch? Es ist ein bisschen skurril. Sich selbst tot. So, wie sieht es mit dem Hunger aus? Gut, so, auf jeden Fall kann ich den nicht wegräumen. Oder kann ich den irgendwie flattern? Oh, meine Steinaxt ist kaputt. Dann nehme ich die. So, jetzt bin ich wenigstens weg. Wie nenne ich die Folge? Sich selbst geflattert? So, Steinaxt. Da stellen wir mal wieder eine her. Was haben wir da? Reparatur. Oh, ein Reparaturhammer. Brauche ich denn da? Zwirn. Zwirn kann ich aber, glaube ich, noch nicht machen. Ja, die defekte Axt scheint weiter im Gepäck zu sein. Man kann die dann, guck mal hier, dann werden so Säcke fallen gelassen. Und dann sind die wahrscheinlich in der Umgebung. Okay. Wenn man jemandem also was übergeben will, geht das auch. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Hunger mehr. Spitze. Aber ich habe ein Stück Fleisch. Weil ich ja eingestellt habe, beim Sterben nicht alles verlieren. So, jetzt werde ich mal was machen. Und zwar, ja, man kommt hier auch hoch. Da hinten waren ja irgendwo irgendwelche Heinis. So, das müssen wir irgendwie merken. Na, an diesen Brückendingern da. Geht das vielleicht? Da oben ist ein Turm, da so ein Brückending. Und auf der Zuflucht, also scheint eine Insel zu sein. Oh, guck mal da, ein Hase. Zack. Okay, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Kann ich den nicht? Doch, jetzt. Ich habe ihn nur nicht getroffen. Tierhaut. Und auch Fleisch vielleicht. Das droppen wir auch gleich wieder. Rinde, Tierhaut. Wie ein Hase hat kein Fleisch. Was für ein komischer Hase. Na gut, das war mein abgelegtes Menschenfleisch. Oh, hier Eier. So, ja, nicht rumknörkzeln da drüben. Ich brauche das zum Überleben. So, mal gucken, kann ich die wohl konsumieren? Schieferrückenei. Use. Ja, das bringt hier Energie. Und so weiter. Aha, mit Eiern können wir uns also auch über Wasser halten. Gut. So, jetzt wollte ich aber mal geguckt haben. Wo waren denn diese Knispel da? Lustig, da drüben sieht so aus, als wenn da ein Feuer brennt. Aber es wird noch nicht gezeichnet, ja, siehst du? So, die sind auch garstig, glaube ich. Okay, das besteht hier irgendwie aus mehreren kleinen. Oh, was war das? Ne, geht nicht mehr. Ist nicht mehr reproduzierbar. Ist eben so ausgewichen und hat so einen Sprung gemacht. Ich dachte, das ist wie bei Age of Conan selber. Da war das auch so. Da konnte man sehr, sehr viel verschiedene Moves machen. So. Gut, scheint aber hier nicht so der Fall zu sein. Oder wir haben es noch nicht entdeckt. Guck mal hier, feudaler Baum. Bin ich mal gespannt, ob man so einen Ding tatsächlich hat. Den kann man ummachen. Wahnsinn.
Ja gut, die Animation ist vielleicht etwas übertrieben. Okay. Das funktioniert auch alles gut. Hier kriegen wir, glaube ich, diese Fasern. Genau, Pflanzenfasern. Jetzt frage ich mich, wie ich denn ausgegeben verfügbar 0. Warte mal, steht das hier irgendwo? Oh, was man jetzt schon alles bauen kann, nicht schlecht. Leibeigenenfänger, ohoho. Eisernes Breitschwert. Okay, man kann also eine ganze Menge schon basteln. Ich wollte aber eigentlich wissen, warte mal, hier weiter rum. Und da ist mein Feuer. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich Dummbeutel hab's nicht ausgeschaltet. Naja gut, ich war auch tot. Immer einmal ein, aus. Okay, das heißt, das können wir hier liegen lassen. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Na, guck mal hier, Handwerk. Aha, aha. Warteschlange. Ha. Okay, machen wir mal aus. So, Hunger. Ne, sieht gut aus. Durst haben wir. Da werden wir mal ein bisschen was trinken. Und das Ding auch gleich wieder auffüllen. Noch mehr ins Wasser, ja. So, also gesättigt und kein Durst mehr. Da oben ist ein Turm. Wir laufen mal darüber. Packen wir die Axt weg. So, haben wir eine Map? Haben wir. So, nur nicht absaufen. Oh, sieht aus, als wenn es dunkel werden würde. So, jetzt mal eben hier Map. Ich gucke jetzt mal Richtung... Okay, das ist die Insel. Da haben wir unser Feuer. Ganz unten. Dann können wir uns nämlich ein bisschen orientieren. Das finde ich schon mal ganz geil. Und vor allen Dingen mal so ein bisschen erkunden. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Guck mal an. Das ist aber zahm. Ach nee, ich brauch's jetzt gerade nicht. Oh Backe, das ist aber ganz schön weit weg. Können wir eigentlich eine Fackel bauen? Können wir. Was ist denn für einer verkrüppelt? Ich brech ab. Vor allem, man sieht nichts. Sehr dunkel wie im... Leck mich an der Tasche. Au. Na, jetzt ist die Fackel fertig. Was ist nur für einer? Jetzt kriegst du aber erstmal... Kein an die Mappe. Oh, was war denn das? Baue ein Bett. Okay, jetzt das war, glaube ich, so ein bisschen buggy gerade. Ich konnte mich noch bewegen, obwohl ich tot war. So, wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Boah, echt übel. Scheiße, wer bist du denn?
über die Achse hier halt nehmen, wie E zum Interagieren. Womit kann ich hier interagieren? Oh. Gods cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Okay. So, habe ich gesehen, dass da irgendwelche Biester sind, aber mich würde mal interessieren, wo ich jetzt bin. Spawnt man nicht an derselben Stelle? Sieht irgendwie so aus, ne? Guck mal da hinten. Und mit der Axt können wir auch schlagen, das heißt, wir können wahrscheinlich beidhändig kämpfen. Gehen auch schnell aus, also ja, sollte man vielleicht doch mal ein paar mehr von bauen. Keine Ausdauer mehr, ja. Tja, das ist kein guter Anhaltspunkt. Wieso sehe ich mich jetzt nicht mehr auf der Map? Eben habe ich es noch. Bewegen. Okay, die Fackel ist im Arsch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Sieht aber schlecht aus hier. Sehr wüst. So. Ah, warte. Jetzt. Oh, das kenne ich. Das macht meine Ausdauer. Wird auch immer weniger. So, kannst die Hand auch wieder runternehmen. Ich glaube, ich bin da zwischendurch gelaufen, ne? Er ist derart kurze Nachtzyklen hier. Oder ist das jetzt am Dolchen? Ja, ich glaube, hier könnte richtig sein. Guck mal, jetzt sehen wir uns auch wieder auf der Map. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. So ein paar erste Eindrücke von Conan Exile haben wir bekommen. Und ja, wir werden das einfach mal weiter gemeinsam entdecken. Und dann werden wir entscheiden, ob wir das weiter aufnehmen. Okay, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nicht gleich wieder sterben. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.